Jetzt bin ich unten im Underground-Studio im Keller vom Erlacherhof. Und jetzt geht es um ein ganz wichtiges Thema. Wir reden seit fast eineinhalb Tagen über Digitalisierung. Wir reden über Chancen, wir reden über Homeoffice, wir reden über digitalen Wandel. Über etwas haben wir noch nicht geredet, nämlich was birgt die digitale Wandel oder der digitale Wandel für eine Chance für Leute mit Behinderungen? Was kann zum Beispiel eine blinde Person jetzt neu, weil es diesen digitalen Schub gibt? Über das wollen wir jetzt reden. Barrierefreiheit ist nämlich extrem wichtig und im Rahmen von dem Digitalisierungsschub haben wir dort auch grosse Schritte machen. Wir wollen schauen, wie ist das für eine blinde Person im täglichen Leben? Und zwar schauen wir auf eine konkrete Dame, die bei der Post arbeitet, nämlich Jolanda Schönenberger. Sie ist Übersetzerin und Lektorin bei der Schweizerischen Post und erzählt uns jetzt mal, wie sie täglich mit dem Computer, Smartphone und Co. umgeht. Mein Name ist Jolanda Schönenberger, ich bin 32 Jahre alt und lebe in der Stadt Bern. Ich habe Übersetzen und Konferenzdolmetschen studiert und arbeite heute im Sprachdienst der Schweizerischen Post. In meiner Freizeit verbringe ich am liebsten Zeit mit Freunden oder ich gehe Skifahren. Das ist meine große Leidenschaft. Ich habe eine Sehbehinderung seit meiner Geburt. Ich konnte bis ich 20 war, noch rund 10% sehen und habe dann mein Sehvermögen während des Studiums verloren. Die digitalen Tools spielen für mich eine sehr wichtige Rolle. Einerseits waren sie sehr wichtig während des Studiums, um mein Studium überhaupt machen zu können. Sie sind heute wichtig, um meinen Beruf ausüben zu können und sie sind auch sehr wichtig, um meinen Alltag zu meistern. Ja, und damit Sie sich etwas besser vorstellen können, wie die Arbeit mit dem Computer überhaupt funktioniert, werde ich das jetzt einfach mal zeigen. Ich habe, wie gesagt, dieses Sprachprogramm, das alles vorliest, was auf dem Bildschirm steht, und ich lasse ihn jetzt einfach mal vorlesen. Was ist Barrierefreiheit? Fragezeichen. Ebene 0. Zugänglichkeit ohne Barrieren für Menschen mit Beeinträchtigungen. Bindestrich. Das heißt Zugänglichkeit zu Gebäuden, dem öffentlichen Verkehr, zu Automaten, Dienstleistungen und insbesondere zu unseren digitalen Zugangspunkten wie dem Internet, Webservices, Apps, Shops und so weiter. Ja, und ich kann mir die Texte nicht nur vorlesen lassen, sondern ich kann gleichzeitig auch immer alles auf Punktschrift, also Blindenschrift, mitlesen. Und zwar geht das mit diesem Gerät hier. Das ist eine sogenannte Braillezeile und die zeigt hier immer alles auch auf Blindenschrift an, was auf dem Computerbildschirm steht. Das ist also ein weiteres Hilfsmittel. Ja, und natürlich kann ich auch aufs Internet gehen. Auf dem Internet ist es eigentlich so, dass der Screenreader immer von oben nach unten alles liest. Aber wenn man sich eine typische Internetseite vorstellt, dann sind ja immer auf der linken Seite zuerst die ganzen Links und erst später kommt eigentlich der wichtige Text oder das, was relevant ist. Und mit der Sprachausgabe kann man auf einer Internetseite bestimmte Elemente direkt anspringen. Also man kann direkt auf Titel springen, man kann direkt Tabellen anspringen oder Eingabefelder. Und um dies aber tun zu müssen, müssen diese Dinge korrekt formatiert sein. Und deshalb ist es genauso wichtig, dass eine Internetseite barrierefrei ist. Weil wenn ein Titel nicht als Titel formatiert ist, dann kann ich den nicht mit der Sprachausgabe anspringen und es dauert viel länger, um auf einer Internetseite navigieren zu können. Auch ist es sehr, sehr wichtig, dass zum Beispiel Schalter auf einer Internetseite richtig benannt sind, weil es gibt Situationen, in denen ein Schalter bei mir einfach Schalter 1 heißt. Ich weiß aber dann nicht, für was der Schalter 1 steht. Und es ist wirklich wichtig, diese Schalter richtig zu formatieren, dass eben dann mir die Sprachausgabe zum Beispiel vorliest, ah, das ist der Schalter anmelden. Es gibt auch eine Stiftung namens Access for All. Diese können für Unternehmen Internetseiten auf Barrierefreiheit prüfen und sie stellen auch verschiedene Informationen zur Verfügung für Entwickler, die ihre Internetseite gerne barrierefrei gestalten möchten.
Ja, das iPhone liest auch alles vor, was auf dem Bildschirm steht. Und wenn ich mit dem Finger über den Bildschirm fahre, dann liest es mir immer, wo ich gerade bin. Das klingt dann so. Nachrichten, Kalender, Freitag, 2. Oktober, WhatsApp, Facebook, 21, Podcasts, Kalender, WhatsApp. Und ich schaue mir jetzt ganz kurz meine WhatsApp-Nachrichten an. WhatsApp, 48. Nachricht, hallo Jolanda, ich hoffe es geht dir gut. Ich schicke dir herzliche Grüße aus dem Büro in Zürich und wünsche dir und allen Besuchern viel Spaß an den Schweizer Digitaltagen 2020, 12.47. Es gibt auch ganz viele Apps, die uns als Hilfsmittel dienen. So gibt es zum Beispiel Apps, die Text auf Papier erkennen können und vorlesen können. Das klingt dann so. Zu Besuch hier. Besuch in der Brauke. Besuch in Brauke. Wir brauchen uns mit Scheinmacht. Daniel Keller. In Brauke. Da brauchen uns mit Briefwahl. Leinmacht. Daniel Keller. Aurei. Die App zusammen. Mit erster die neuen Sondern. Dann gibt es natürlich auch Apps, mit denen man Barcode scannen kann, um zum Beispiel Produkte zu erkennen, wenn man sich nicht sicher ist, um welches Produkt es sich handelt. Das geht dann so. Ich hoffe, dass ich mit diesen Beispielen zeigen konnte, weshalb digitale Tools und auch die Barrierefreiheit für blinde und sehbehinderte Menschen so wichtig sind. Mit den digitalen Tools und barrierefreien Webseiten und Apps wurde für uns ein wichtiger Schritt in Richtung Inklusion und selbstbestimmtes Leben gemacht. Was wünscht sich die Schweiz von der digitalen Zukunft? Mit meiner Kristallkugel mache ich mich auf den Weg, um genau das herauszufinden. Grüezi, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Hallo, darf ich dich rasch anhalten? Darf ich Sie schon stören? Excuse-moi! Was soll das sein? Was wünschen Sie sich von der digitalen Zukunft? Oh, das ist eine gute Frage. Dass das Digitale unsere Welt besser macht. Und zwar für die Menschen besser macht. Also wenn es geschäftlich benutzt wird und wirtschaftlichen Vorteil bringt, ist es schon gut. Aber als Ersatz von Menschlichkeit kann es nicht dienen. Informationen vermitteln, aber trotzdem Kontakt fördern, auch offline. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Hallo! Was wünschen Sie sich von der digitalen Zukunft? Dass Sachen wirklich einfacher werden. Erleichterung für die Leute. Einfaches Leben, mehr Support. Weniger Bürokratie, mehr Zeit zum Leben. Dass sie auch noch die alten Leute denken, die vielleicht eben kein Handy haben und keine Kreditkarten und so, dass man einfach noch alles noch normal analog machen kann. Dass die Menschen nicht zu sehr abhängig von der digitalen Welt sind. Dass es ein bisschen weniger Stress gibt. Dass man einander hilft auch auf dem digitalen Weg. Und dass die Menschlichkeit nicht verloren geht. Plus de portable, quelque chose où on n'aurait plus besoin de papier, de cartes, plus de porte-monnaie. Besoin de poser quelque chose peut-être dans la main, dans le bras. A voir, pourquoi pas? Sie sind gerade aus Tram, oder? Was wünschen Sie sich von der digitalen Zukunft? Da bin ich schon. Die sind Sie schon? Ich wünsche mir, dass im weltweiten Import-Export die ganzen Frachtpapiere digitalisiert werden. Und dass die Bildung besser wird und dass wir immer mehr Sachen einfach lernen können. Mehr Jobs. Mehr gesundheitliche Möglichkeiten. Ein Diener, der alles macht im Haus, der muss meine Mami nicht machen. Also, dann musst du es auch du nicht machen, gell? Ja. Wenn Sie in die Zukunft schauen, was wünschen Sie sich von der Digitalisierung? Eine Applikation, die permettrait au point de vue médical de remplir rapidement des informations. Un monde sans écran. Mais vous êtes dans, avec votre écran? Vous-même? Bah, peut-être qu'on va remplacer les écrans par des hologrammes ou on va changer la donne, non? Dass wir wieder die Hoheit über unsere Daten bekommen. Auch eben gegen das Darknet ein bisschen vorgehen. Irgendwie. Plus de sécurité, peut-être. Ein bisschen weniger personalisierte Werbungen. Das Handy eigentlich alles weiss, was du weißt. Und das ist schon alles ein bisschen verstörend. Que ce soit un futur où on soit moins piraté et que nos données soient moins prises en fait, par les personnes. Auf Instagram, was ich zum Beispiel sehe, wer mich am meisten stalkt, also wer mich am meisten so aufruft und meine Fotos anschaut. Ja.
Und jetzt möchten wir natürlich von euch wissen, was für eine digitale Zukunft ihr euch wünscht, indem ihr das Video kommentiert. Und vergesst nicht, vom 1. bis zum 3. November findet Digitaltag statt. Ciao zusammen! Oh nein, jetzt funktioniert es nicht mehr.